So, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer kleinen Spritztour hier im ETS2. Moment, ich muss mal einmal was kicken hier. Wir haben hier unsere Ladung schon hier auf unseren Tieflader. Hier ist ein LKW von Volvo. Unseren Scania RJL. Ich musste eben da hier die Rundumleuchten da ändern. Deswegen bin ich hier an der Werkstatt. Hinten funktioniert das Ding. Und wir fahren hier von Berlin nach... Moment. Duris oder wie das heißt. Keine Ahnung, wo das ist. Ah, das fängt wieder gut an. Dann müssen wir mal auf der großen Karte kicken. Moment. Dann kicken wir mal auf der großen Karte. Ja, hier steht Algerien. Duris, Algerien. Ne? Kicken wir mal auf der Karte. Wir haben 1970 Kilometer. Hier muss das irgendwo sein. Aber Algerien ist doch da. Ich weiß nicht, wo ist denn das hier? Hier geht es mit der Fähre rüber. Dubrovnik. Hier ist das irgendwo. Ja. Aber welches Land das ist, steht hier gar nicht bei. Wa? Ich habe keine Ahnung. Leute, ich habe keine Ahnung. Irgendwie sind hier die Ländergrenzen ein bisschen verschoben. Aber naja, gut. Kann man nichts dran ändern. Licht an. Moment, machen wir an. Lass uns loslegen. Da stimmt man nicht. Mal wieder einstellen hier. So. Aha, es geht alles. Licht genug dran. Überall leuchtet es. Da auch. Alles klar. Können wir einsteigen? Sollten wir auch einen Gang reinmachen, wa? Jetzt kommt da auch noch Verkehr. Nee, jetzt nicht. Biege nach links ab. Oh, sind wir unterwegs. Ich muss mal kicken, ob wir in eine Tour hinfahren. Immer geradeaus. Das sind 2000 Kilometer, das wird wohl zu lang. Werden wir wohl zwei Touren wohl machen. Thank you.
hoffe nicht, dass wir wieder rausfliegen. Jetzt sehe ich schon wieder so merkwürdigen Schatten davor. Wieder zu schnell unterwegs. Ja, ihr müsst schon mal entschuldigen, dass ich nicht jeden Tag Lust habe. Videos aufzunehmen. Aber langsam bin ich auch in so einem Alter. Wo ich mir doch dann mit mal so ein Schläfchen gönnen tue. Wo ich nicht mehr jeden Tag da von morgen bis in der Nacht da am Rechner sitzen mag. Aber das Recht nehme ich mir mal raus mit 71, ne? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ich habe ja schon ein paar Mal versucht, hier aufzunehmen, ein Video. Und also mindestens 3 Mal schon. Dann bin ich eine Stunde gefahren und kurz bevor man da war, BAM! Hat das Spiel zugemacht. Dann habe ich das wiederholt und wieder die gleiche Sache da, ne? Egal in welche Richtung ich gefahren bin, ja, also ich verstehe nicht. Und dann habe ich jetzt wieder so ein Root Connection Ding da, so ein Fix rausgeschmissen wieder. Ich denke, was soll denn der Scheiß? Hat ja vorher geklappt. Tja, und jetzt versuche ich das nochmal. Ich wollte die Videos gar nicht veröffentlichen, dann da, also, wo er ständig abbricht, dann da, ja, so. Meine Flucherei dabei. Das ist echt ärgerlich, sowas, ja, also, sowas mag ich nicht. Bitte rechts halten.
Ja, da hat man mal richtig Lust, ne, wieder zu fahren und dann sowas, ne? Wenn das Spiel denn zumacht, ja, also das gefällt mir, kann kein Gefallen, ja, also kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und in letzter Zeit haben sie hier neue Mods reingeschmissen, ja. Bei ETS2, auch bei ATS, lauter PKWs. Na gut, ich habe mir da mal welche raus, so zwei Stück habe ich mir rausgesucht, die ich mir raufgeladen habe. Wenn wir auch mal da eine Mod-Vorstellung machen, braucht man nicht, weil da ist, du kannst praktisch gar nichts dran ändern, ne? Du musst das schon so Rechts übernehmen. halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Schon wieder. Nimm die Ausfahrt rechts. Ja, mache ich doch. Ja, das ist nicht so einfach, ne? Bin mal gespannt, wann sie jetzt das neue Patch rausbringen da auf 1.47. Ist jetzt ja die Beta dran, aber die habe ich nicht. Ich habe immer noch auf 1.46. Bin froh, wenn irgendwas läuft. Der tu mal wieder hier die ganzen Mods auswechseln da, oh Gott. Wenn ich daran schon denke, wird mir schlecht. Bin echt gespannt, ob wir zu unserem Bestimmungsort hinkommen. Meine, das wäre schon ganz klasse. Denn hier ein Opel GT? Der Porsche des kleinen Mannes.
Nein. Ah ja, ist das nicht schön. Nein, 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 was ist nun los? Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Man könnte jetzt eigentlich hier bei der hier tanken, aber ist egal. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Ja, ich mache es ja. Immer geradeaus.
amerikanischen LKWs als KI habe ich rausgeschmissen. Weil die ja auch da irgendwie fehlerhaft waren. Läuft auch ganz gut. Immer geradeaus. Ja, bis jetzt läuft es ja, ne? Und wir hoffen, dass es auch so bleibt. Gar nicht, wie viel Sprit wir da im Gepäck haben. Bitte rechts halten. Oh. Die Ausfahrt rechts. Thank you.
Toll. Umgekippt. Wo geht er hin? Na, Brunnen. Okay. Gott, oh Gott, oh Gott. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Schitte. Neu berechnen. Ah, das ist ja ärgerlich. Wo ist denn der Ausgang da geradeaus? Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin. Biege nach links ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Hat er sich. Ist er müde gewesen? Immer geradeaus. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, ja. Ach, nee. So was auch noch. Lange nicht mehr auf die Seite gepackt. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte mit mal. Immer geradeaus. Da habe ich mich ganz schön erschrocken. Eine Biene. So. Aber naja, gut. Passiert, ne? Es passiert eben. Stimmt wieder nicht. Das leuchtet hier irgendwie nicht bei meinem LKW. Die Kontrolllampen sind aus. Was sind das für ein Schrott? Mit mal. Die Tanke ist auch alle duster. Straßenbeleuchtung, alles duster.
Was ist das denn? Da stimmt doch was nicht. Nein, fahren wir rechts mal. Halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Wir fahren mal hier rauf da. Nimm die Ausfahrt rechts. Das stimmt ja wirklich was nicht. Ist denn das? Schau mal, da ist sogar kein Licht. Los. Okay. Ist doch alles eingeschaltet. Das müsste brennen. Das gibt's doch gar nicht, wa? Wenn mal ist er dunkel geworden und hier leuchtet gar nichts mehr. Was ist denn das nur für ein Kram? Innenbeleuchtung, es ging gar nichts. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Tut mir leid. Na gut, dann machen wir Pause. Und ich werde mal im Offline nachgehen. Und dann geht das morgen hier weiter. Dann sage ich Dankeschön und sorry nochmal wegen die Unannehmlichkeiten hier.